Ein Lockdown, der erwiesenermaßen nichts, aber auch gar nichts bringt. Und überall im Land Corona-Impfzentren, die alles haben. Räume, Personal, Ausstattung, Impfwillige, aber blöderweise keinen Impfstoff. CDU-Gesundheitsminister Spahn hat es mal wieder so richtig vergeigt. Der stellvertretende AfD-Fraktionschef im Deutschen Bundestag, Sebastian Münzenmaier. Ein Impfstoff, der mit deutschem Steuergeld gefördert und von einem Mainzer Unternehmen maßgeblich entwickelt wurde, ist für Deutsche kaum verfügbar. Die Bundesregierung warnt stattdessen vor Impfstoffnationalismus und vergeigt die Bestellung ausreichender Mengen aus Rücksicht auf ein europäisches Vorgehen. Meine Damen und Herren der Bundesregierung, Sie sind nicht auf den Ruf der EU vereidigt, sondern auf das Wohl des deutschen Volkes. Neben der völlig unfähigen Bundesregierung gibt es dann in Bayern noch einen, der auf jede harte Corona-Maßnahme immer noch einen draufsetzt. CSU-Ministerpräsident Söder inszeniert sich als harter Hund in der Corona-Hysterie, um dann einem farblosen neuen CDU-Vorsitzenden die Kanzlerschaft streitig zu machen? Das klären wir gleich mit dem Bayern im AfD-Bundesvorstand mit Stefan Protschka. Und wir bleiben beim Corona-Versagen der Merkel-Regierung. Der Lockdown ist, so sagt das Deutschlands oberster Kassenarzt, ohne jede Auswirkung auf das Infektionsgeschehen, aber mit irrsinnigen Auswirkungen auf die Wirtschaft. Milliarden vernichtet, die deutsche Wirtschaft schrumpft um unvorstellbare 5%. Wie sieht es nach der Hysterie in den Innenstädten aus? Eine trostlose Prognose gleich mit dem verbraucherschutzpolitischen Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, Lothar Mayer. Apropos sprechen. Das ist Ihnen bestimmt auch schon aufgefallen. Bei den Sprechern der Staatsmedien hat man immer öfter den Eindruck, sie hätten sich irgendwie verschluckt. Zuschauer, innen, Sportler, innen, ARD und ZDF machen willfährig beim links-grünen Experiment mit, unsere Sprache völlig zu verhunzen. Warum denen das nicht zusteht und wie die AfD auf das Gegendere reagiert, das erklärt Studienrat und AfD-Bundestagsabgeordneter Götz Frömming in diesem Podcast. Es könnte so einfach sein und unser Deutschland so sicher. Die simple Lösung für terroristische Bedrohung und überbordende Migrantenkriminalität lautet Abschiebung. Wer kein Asyl bekommt, wessen Duldung abläuft, wer als Migrant straffällig wird, der geht. Warum es dazu notwendig ist, die Migranten in Abschiebegewahrsam zu nehmen, erklärt uns der Polizist und AfD-Bundestagsabgeordnete Martin Hess. Und der migrationspolitische Sprecher der AfD-Fraktion in Mecklenburg-Vorpommern, Horst Förster, erläutert, wie schwer es für seine Fraktion war, überhaupt an Zahlen zu kommen, die jetzt allen klar machen, die Gefahr eines Deutschen, Opfer einer Straftat zu werden, die ein Migrant verübt, ist 4- bis 5-mal so hoch wie umgekehrt. Warum auch Förster auf Abschiebung als Lösung für diese Altparteienmisere setzt, hören Sie in Kürze. Doch vorher, durfte Twitter das Konto von US-Präsident Trump einfach sperren? Darum geht es jetzt als erstes in 7 Tage Deutschland. Hier ist der Wochenendpodcast der AfD. Am Mikrofon ist Detlef Frier. Guten Tag. Frankreichs Wirtschaftsminister Le Maire spricht von einer Bedrohung für Staaten und Demokratien. Der russische Regierungskritiker Nawalny von Zensur. Ist die digitale Meinungsfreiheit tatsächlich in Gefahr? Muss jeder, dessen Meinung vom Mainstream abweicht, damit rechnen, in seiner Verbreitung über die sozialen Medien beschnitten zu werden? Und wie steht dazu die AfD? Das wollen wir jetzt in 7 Tage Deutschland mit Johanna Kotar klären, digitalpolitische Sprecherin der AfD-Bundestagsfraktion und Mitglied auch im AfD-Bundesvorstand. Schönen guten Tag, Frau Kotar. Guten Tag. Twitter hat das Konto vom gerade noch amtierenden US-Präsidenten Donald Trump gesperrt und ihm damit die Möglichkeit genommen, mit seinen fast 90 Millionen Abonnenten zu kommunizieren. Wie stehen Sie zu dem, was da passiert ist? Ja, wir müssen uns das tatsächlich mal angucken. Die Digitalkonzerne, die haben bewiesen, dass sie mächtiger sind als der Präsident der Vereinigten Staaten. Die haben ja nicht nur sein privates Konto gesperrt, sondern auch das, was er auf dem offiziellen Konto des Präsidenten twittern wollte, haben sie sofort gelöscht. Das ist tatsächlich mal ein Präzedenzfall. Das hatten wir so noch nie. Und wir müssen uns damit beschäftigen, wie mächtig diese US-Konzerne geworden sind, dass sie tatsächlich bestimmen können, wer was sagen kann und eben auch dem amerikanischen Präsidenten quasi das Licht ausknipsen. Sie sprechen es an. Das große Problem ist, Twitter, Facebook, andere sind inzwischen zu solch gewaltigen weltweiten Meinungsmachern geworden, dass Sperrungen tatsächlich ja als Angriffe auf die Meinungsfreiheit verstanden werden können. Sollte man Ihrer Meinung nach die Entscheidung darüber weiterhin in der Hand privater, meist US-Unternehmen belassen? Oder braucht es da eine Änderung, beispielsweise ein weltweites Gremium, das über solche Sperrungen entscheiden könnte?
Also es braucht definitiv eine Änderung. Das kann nicht sein, dass die Netzwerke hier Recht sprechen. Das hat die Merkel-Regierung mit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz ja schon beschlossen. Die hat die Rechtsprechung outgesourced. Die Facebook und Twitter, das sind jetzt Ankläger, Richter und Henker in einem. Das wollten die sozialen Netzwerke hier in Deutschland gar nicht, aber die Merkel-Regierung hat gesagt, ihr müsst das jetzt machen. Also das, was Twitter jetzt gemacht hat, das ist mit dem NetzDG in Deutschland durchaus auch möglich. Und das ist unserer Meinung nach verfassungswidrig. Deswegen haben wir auch gesagt, das NetzDG muss weg. Und hier sehen wir, was für Auswirkungen das haben kann, wenn man den US-Konzernen zu viel Macht gibt. Ob das jetzt ein Gremium richten kann, weiß ich nicht unbedingt. Wir haben in Deutschland ein funktionierendes Rechtssystem. Wenn Sie mich analog beleidigen, dann kann ich Sie anzeigen und dann geht das vor Gericht und dann wird das verurteilt. Genau das Gleiche ist auch im Netz der Fall. Wenn Sie mich im Netz beleidigen, kann ich eine Anzeige erstatten und dann sprechen Richter Recht und nicht Facebook, weil Facebook hat keine qualifizierten Juristen, die das entscheiden können. Das ist das Problem. Die Unternehmen, über die wir uns hier unterhalten, das sind ja nahezu Monopolisten. Wer bei Twitter oder bei Facebook raus ist, ist weltweit mundtot. Könnte das einen Eingriff in den Markt rechtfertigen, um deren Monopolmacht eventuell etwas zurückzufahren? Also als letztes Mittel würde ich sagen, ja, wir sollten vorher was anders versuchen. Also wir brauchen definitiv mehr Transparenz bei den sozialen Netzwerken. Wir müssen wissen, warum User einfach gesperrt werden. Das ist ja zurzeit überhaupt gar nicht möglich nachzuvollziehen, was denn da passiert. Die löschen einfach fröhlich vor sich hin, meistens konservative Accounts. Die anderen sind eher nicht betroffen. Und wir wissen nicht, warum. Und auch meistens bekommen die User gar nicht mitgeteilt, warum sie gelöscht werden. Wir brauchen ein Beschwerdesystem für Nutzer, dass sie Beschwerde einlegen können, wenn sie meinen, sie sind zu Unrecht gesperrt worden, dass sie sich nicht erst einen teuren Anwalt leisten müssen, weil das können die meisten gar nicht. Und das ist völlig klar, dass die Meinungsfreiheit gewahrt bleiben muss. Und ja, wirklich im Notfall, wenn die Konzerne gar nicht reagieren, dann gibt uns das Kartellrecht wirklich wettbewerbspolitische Schritte, die wir gehen können, um diese marktbeherrschende Stellung der Tech-Giganten wirklich zu beenden. Es sind vor allem Rechte, es sind konservative Inhalte, die von diesen Säuberungen durch die großen Tech-Konzerne betroffen sind. Linke, Linksextremisten, die können augenscheinlich völlig unbehelligt ihre menschenverachtenden Thesen im Netz weiter verbreiten. Ist das eine Einschätzung, die Sie teilen? Sehen Sie das auch so? Und ist Big Tech, wie man diese Konzerne ja gerne nennt, sind die auf dem linken Auge tatsächlich blind? Ja, und zwar richtig blind. Das kann man auch ganz wunderbar nachvollziehen. Ich meine, wenn man einen Trump sperrt, nachdem er ein Video hochgeladen hat, wo er endlich gesagt hat, Leute, geht nach Hause, seid friedlich. Danach sperrt man ihn. Dann guckt man sich Twitter so an, was da sonst noch so gepostet wird. Und dann finden wir einen Khamenei, der die Zerstörung Israels auffordert und von einer Endlösung fabuliert. Israel hat Twitter daraufhin aufgefordert, diesen Mann zu sperren. Das passiert nicht. Oder auch ein Maduro, der Präsident Venezuela. Der kann Menschenrechtsorganisationen als Terrororganisationen bezeichnen und damit zu Gewalt aufrufen. Auch da tut Twitter nichts. Aber Trump wurde sofort gesperrt. Und das ist ja nicht nur bei solchen Sachen so. Das sieht man ja auch schon bei Beschimpfungen, Beleidigungen im Netz. Wenn Linke beleidigen und bedrohen, dann bleibt das meistens stehen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ich habe jetzt beim Twitter-Account von der Beatrix von Storch eine Beleidigung gesehen. Da wurde sie bestimmt beschimpft als verdammtes Stück Nazi-Scheiße. Und da habe ich mir noch gedacht, so kurz nach Trump, mal gucken, wie Twitter darauf reagiert, wenn ich das mal melde nach dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Und siehe da, die Nachricht war, kein Verstoß gegen die Twitter-Regeln. Und der Tweet blieb stehen und der User wurde nicht gesperrt. Also Twitter misst definitiv mit zweierlei Maß und das kann so nicht bleiben. Das wird jetzt immer deutlicher. Das Ganze eine sehr, sehr schwierige Thematik. Fassen Sie doch, Frau Cotard, für unsere Hörer den AfD-Standpunkt nochmal konkret zusammen und lassen Sie uns vielleicht auch wissen, wie Ihre Pläne dazu im Bundestag sind. Das NetzDG haben Sie schon angesprochen. Gibt es da weitere konkrete Überlegungen der Fraktion? Die Abschaffung des NetzDGs, das war der erste Gesetzentwurf, den wir eingebracht haben. Das haben die anderen Parteien leider abgelehnt, nachdem die Union das lange verzögert hat. Es gibt jetzt ein neues Gesetz, das Hasskriminalitätsgesetz, womit das NetzDG verschärft worden ist. Auch dagegen haben wir uns ausgesprochen und haben gesagt, das Ding ist verfassungswidrig. Und siehe da, es hat sich tatsächlich bestätigt, dass das verfassungswidrig ist. Und Herr Steinmeier hat es nicht unterschreiben können, das Gesetz. Also die Bundesregierung, die arbeitet hier wieder wirklich mit allen Mitteln. Und wir als AfD-Bundestagsfraktion, wir stellen uns jedem neuen Zensurgesetz entgegen. Wir akzeptieren das nicht. Leider können wir als Opposition natürlich nicht viel machen. Wir haben versucht, eine Klage vor dem Verfassungsgericht anzustreben. Das Problem ist, für so eine Klage brauchen wir 25% der Abgeordneten hier im Bundestag, wenn das von uns ausgehen soll. Und weder die FDP noch die Grünen noch die Linken machen dann natürlich mit, obwohl die FDP auch behauptet, das NetzDG abschaffen zu wollen.
Für uns ist es klar, dass es kann und darf nicht sein, dass Digitalplattformen wirklich die Grenzen der Meinungsfreiheit definieren, dass sie die Diskurse bestimmen, dass sie sagen, was gesagt werden darf auf den Netzen oder nicht. Dagegen müssen wir vorgehen. Das akzeptiert die AfD so nicht. Wir sind ein Rechtsstaat. Hier sprechen Gerichte Recht und nicht irgendwelche US-Konzerne. Angriffe auf die digitale Meinungsfreiheit, ein Thema, das die Bundestagsfraktion der AfD auf jeden Fall im Blick halten wird. Vielen Dank für diese Informationen für den Moment. Herzlichen Dank, Joanna Kuttar, die digitalpolitische Sprecherin unserer Bundestagsfraktion und Mitglied im AfD-Bundesvorstand. Vielen Dank. 7 Tage Deutschland, hier ist der Wochenendpodcast der AfD. Bayerns Ministerpräsident Söder inszeniert sich in der Corona-Hysterie als ganz besonders harter Hund. Er weiß, wer besonders harte Maßnahmen laut fordert, kann sich sicher sein, dass sich alle Kameras in seine Richtung drehen. Und so beherrscht er geschickt die Berichterstattung der Mainstream-Medien. Erst eine Impfpflicht für Pflegekräfte, dann die Verschärfung der Maskenpflicht und es scheint tatsächlich zu funktionieren. Die Staatsmedien hängen tagtäglich an seinen Lippen. Reden wir darüber mit einem Bayern, natürlich einem, der die Politik in seinem Bundesland gut einschätzen kann, mit dem AfD-Bundestagsabgeordneten Stefan Protschka. Grüß Gott, Herr Protschka. Ich grüße Sie. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Wie schätzen Sie denn die besonders harten Forderungen Söders ein? Will er damit eventuell nur ablenken von dem bundesweiten Impfchaos, das ja mitnichten einen Umweg um Bayern gemacht hat? Ganz im Gegenteil, in Ihrem Land, Herr Protschka, mussten ja Impfdosen sogar weggeworfen werden, weil man nicht in der Lage war, die richtig zu kühlen. Also ist das nur ein Ablenkungsmanöver von Söder? Naja, Söder hat ja in letzter Zeit schon immer den harten Hund raushängen lassen, aber auch sehr, sehr viele Fehler gemacht in der Lockdown-Krise. Und ich denke, mit den letzten harten Worten, wie Sie es in der Einleitung angesprochen haben, die Impfpflicht oder Verschärfung der Maskenpflicht, will er tatsächlich einfach von seinen Versagen in dieser Krise ablenken. Söder hat ja die Corona-Impfung zur so wörtlich Bürgerpflicht erklärt und will sie manchen Bevölkerungsgruppen sogar vorschreiben. Die AfD-Landtagsfraktion in München, ihre Kollegen im Landtag wollten darüber diskutieren und den CSU-Ministerpräsidenten auch befragen. Dazu kam es gar nicht. Ein entsprechender Antrag, den haben die Altparteien ohne jede Debatte abgelehnt. Wie bewerten Sie sowas? Also zuerst mal muss ich sagen, es darf nie eine Impfpflicht geben. Wir leben in einem freien Land und ich bin in einer Partei, die Freiheit liebt. Eine Impfung muss immer freiwillig sein. Wenn sich jemand impfen will, soll er es gerne tun. Und wenn es jemand nicht will, soll er es bleiben lassen. Dass man Impfungen vorschreibt, funktioniert gar nicht. Ich habe mit Kollegen aus der Fraktion, Landtagsfraktion in München darüber gesprochen, dass sie den Antrag stellen wollten und ihn auch zur Rede stellen wollten, wie er zu der Aussage kommt, die Impfung vorzuschreiben. Das Ganze wurde ja leider vom Tisch gewischt. Da es der CSU in Bayern nicht genehm ist, auf Gegenstimmen zu stoßen. Und das waren sie ja bis dato nie gewohnt. Erst als die AfD in den Landtag einzog, kamen die ersten Gegenstimmen gegen die CSU auf. Und mit dem kann Söder und kann die CSU nicht leben. Es gibt ja noch mehr Vorfälle. Es gab eine Beschwerde, dass der Bayerische Rundfunk nicht alles überträgt. Und dann kam die Antwort des CSU-Fraktionsvorsitzenden, naja, es ist ja auch besser, wenn die Bürger draußen nicht alles mitbekommen. Also was das noch mit Demokratie zu tun hat, verstehe ich nicht, aber anscheinend will Söder den neuen Sonnenkönig spielen oder wie auch immer. Das ist jetzt, Herr Protschka, so ein bisschen Geschaue in die Glaskugel. Aber könnte es sein, dass Söder sich jetzt auf Kosten der Bürger schon langsam warm läuft für eine mögliche Kanzlerkandidatur? Was meinen Sie? Ja, natürlich. Er hat jetzt kommendes Wochenende, ist ja die Online-Wahl für den CDU-Parteivorsitzenden. Und natürlich wird das sein Gegenkandidat sein. Und Söder will natürlich, meine Einschätzung, als Kanzlerkandidat ins Rennen gehen. Und ob so härter er ist, ob so besser gefällt es ihm. Man merkt es ja auch an allen möglichen Aussagen. Sobald ein anderer Ministerpräsident nur eine Mühe härtere Regeln fordert, als es in Bayern schon ist, muss Söder nachschießen und muss Söder laut werden und muss Söder an die Front gehen. Also das ist ganz klar Wahlkampf, was Söder betreibt. Er guckt nicht aufs eigene Volk, er guckt nicht auf die Bevölkerung und die Gesundheit, glaube ich, auch ist ihm egal, nur seine Kanzlerschaft zählt.
Mitte der Woche hat ja Andreas Gassen, der Mann ist Vorstandsvorsitzender der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, klargemacht, dass die ganzen bisherigen Lockdowns so wörtlich quasi nichts gebracht haben. Sie sind landwirtschaftlicher Sprecher unserer Bundestagsfraktion. Sie haben natürlich viele Kontakte nach Bayern. Wie geht's denn der Landwirtschaft? Wie geht's den Gastronomen, den Hotelbetreibern in dieser Situation? Haben Sie da Rückmeldungen aus Ihrem Bundesland? Ja, sehr viele, sogar sehr, sehr viele per E-Mail, per Post, also übers Handy da, über Facebook Messenger oder wie das alles heißt, täglich im 2- bis 3-stelligen Bereich. Die Leute haben von der Politik der CSU, CDU, CSU überwiegend die Schnauze voll. Vor allem die Gastronomie oder die Hotellerie. Das waren ja die Leute, die Geld investiert haben, um die Bestuhlung anders zu stellen, um eventuell Lüftungsanlagen einzubauen, um Hygienemaßnahmen vorzubereiten. Und es gibt keine Anzeichen davon, dass so in der Hotellerie oder in der Gastronomie irgendwelche größere Ausbrüche, wenn man jetzt einmal das von Österreich, wo der erste Ausbruch war, ausnimmt oder wegnimmt, keine weiteren Belege dafür, dass aus diesem Bereich irgendetwas gekommen ist. Und die sind stinksauer. Entschuldigung für die klaren Worte, aber die Leute haben die Schnauze voll. Die haben Existenzängste. Einer, der sich gemeldet hat, mehrere Gasthöfe oder so Restaurants, der hat mittlerweile im ersten Lockdown sein ganzes privates Vermögen investiert und den zweiten Lockdown wird er nicht überleben. Seine Restaurants werden nach diesem Lockdown nicht mehr öffnen. Und das ist ja nicht nur der wirtschaftliche Schaden für die eine Familie, sondern es ist der wirtschaftliche Schaden für die Bedienungen, für die Köche, für die Restaurantleiter, also für viele Angestellten. Und dann aber auch für die Landwirtschaft und aber auch für Brauereien. Die Brauereien haben 2020 sehr wenig Bier verkauft. Vor allem das Festbier, die typischen bayerischen Volksfeste, wurden alle abgesagt. Es fand nichts statt. Die Brauereien sitzen auf dem Bier. Die Landwirte sitzen auf ihren Fleisch, auf ihren Gemüse. Da in der Gastronomie, in der Hotellerie, nichts los ist. Also ja, die Situation ist sehr, sehr schwierig und wir werden mit Sicherheit nach diesem Lockdown eine Insolvenzwelle auf uns zurollen sehen, die wir seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr kennen. Also in diesem Zusammenhang Ihre Forderung an Söder und Merkel, was muss sofort passieren? Aufmachen. Also man muss die Wirtschaft ins Rollen bringen und zwar die kleinen und mittelständischen genauso wie die großen. Wir dürfen den kleinen Friseur nicht vergessen, wir dürfen die kleine Bäckerei, das kleine Kaffee am Eck nicht vergessen. Die müssen alle unter bestimmten Hygieneregeln wieder aufmachen dürfen, die müssen Geld verdienen dürfen. Weil die Schulden, die wir heute machen, bezahlen die Leute, die ich nicht mal mehr kennenlerne, das werden meine Urenkel oder Ururenkel sein, die bezahlen an diesem Versagen von Söder und Merkel immer noch zurück. Fordert Stefan Protschka, Mitglied des AfD-Bundesvorstandes und des Deutschen Bundestages bei uns in 7 Tage Deutschland. Herr Protschka, herzlichen Dank, dass Sie Zeit hatten. Ich sage danke, für euch nehme ich mir immer gerne Zeit. Stefan Protschka hat gerade Dramatisches berichtet aus der Gastronomie, der Hotellerie, aus der Landwirtschaft und von den Brauereien. Sie alle leiden unter Merkels sinnlosem Lockdown und viele werden es nicht überleben. Wenig besser sieht es aus in unseren Innenstädten. Bekleidungsgeschäfte haben die schon eingekaufte Frühjahrskollektion im März nicht verkaufen können. Genauso sieht es jetzt mit der Herbst-Winter-Kollektion aus. Die Läden zu, keine Umsätze, das hält kein Betrieb lange durch. Erstes großes und prominentes Opfer, die Bekleidungskette Adler. Das Traditionsunternehmen ab sofort in Insolvenz. Wie geht es weiter? Aus dem Bundestag meldet sich dazu AfD-Hauptstadtreporter Tobias Weber. Professor Mayer, Sie sind der verbraucherpolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion. Wie sehen Sie die Situation momentan im Einzelhandel, gerade im Textilbereich? Wir haben jetzt gerade spektakulär in dieser Woche Adler, dann hat Galeria Kaufhof haben Probleme, also Karstadt haben Probleme. Ganz viele andere Modeketten haben mittlerweile Insolvenz beantragen müssen. Was heißt das für die Verbraucher? Konkret? Also die Verbraucher stehen vor zwei Problemen. Zunächst einmal gibt es eigentlich zum ersten Mal in der Bundesrepublik seit vielen Jahrzehnten eine echte Versorgungslücke.
wenn sie sich ein Hemd kaufen wollen oder ein paar Socken, weil die anderen löchrig sind, wo wollen sie das tun? Sie können es anfassen im Versandhandel machen. Wenn sie aber häufig unterwegs sind, dann ist der Versandhandel auch nicht die richtige Lösung. Und zum anderen, es wird ja befürchtet, dass es eine sehr große Zahl von Insolvenzen geben wird im Einzelhandel. Und dann stellt sich die Frage, wenn diese Geschäfte weg sind, was folgt nach? Folgt überhaupt etwas nach oder verlagert sich alles auf den digitalen Versandhandel? Dann haben wir mit einer Verödung der Innenstädte zu tun. Und dann haben wir auch damit zu tun, dass das, was nachfolgt auf den bestehenden Einzelhandel, wahrscheinlich internationale große Ketten mit einheitlichem Angebot sein werden, die als einzige womöglich noch kreditwürdig sind bei den Banken. Wie sieht denn das konkret bei Ihnen, Sie kommen ja aus Stuttgart, wie sieht denn das bei Ihnen in der Stuttgarter Innenstadt aus? Das war ja immer eine schöne Flaniermeile, wie sieht die mittlerweile aus? Vor ein paar Tagen noch war ich am Marktplatz, das ist also im absoluten Zentrum der Stadt, Schlossplatz gegenüber, fast tot, man hat fast niemanden gesehen. Die Leute kommen auch am Wochenende nicht mehr in die Stadt. Was sollten sie da? Das Einzige, was noch geöffnet ist, das sind Apotheken und ein paar Lebensmittelgeschäfte. Aber dazu muss man ja nicht in die Innenstadt. Das kriegt man überall. Aber wenn zukünftig dann, wie Sie das gerade schon anklingen lassen haben, wenn zukünftig dann einige große Modeketten den Markt diktieren, ob das nur im Versandhandel ist oder aber online, dann diktieren die doch auch die Preise. Das ist zu erwarten. Und also zumindest in Stuttgart, da kann ich es beurteilen, haben sehr viele Geschäfte definitiv bereits aufgegeben. Steht draußen Räumungsverkauf demnächst, wenn sie überhaupt wieder aufmachen dürfen. Aber das wird nicht lange sein. Also denen steht das Wasser bis zum Hals. Und für die Verbraucher ist dann die Frage, wie versorgen wir uns in einer Situation, wo wir das, was wir an Produkten und uns wünschen, was wir gewohnt sind, in der gewohnten Weise nicht mehr bekommen können und auch nicht in der gewohnten Qualität. Dazu kommt ja noch das Problem, dass auch DHL zum Beispiel oder aber die ganzen anderen Hermes und wie sie alle heißen, dass die ja auch Probleme haben mit der Verschickung der Waren. Denn da gibt es ja mittlerweile Rückläufe ohne Ende, weil sie keine Mitarbeiter mehr haben und so weiter. Das kommt ja noch mit dazu. Ich kann zwar ein paar Socken, wie Sie gerade angesprochen haben, bestellen, aber ob die bei mir ankommen, ist die andere Frage. Also für viele, auch für mich selber, kommt das nicht in Frage, weil ich die meiste Zeit gar nicht zu Hause bin. Dann werden die Sachen zurückgeschickt oder sie liegen vor der Tür, dann verschwindet wahrscheinlich auch das eine oder andere. Also das ist keine Dauerlösung. Und insbesondere das eigentliche Einkaufserlebnis, weswegen Leute in die Innenstädte gehen, es ist ja auch ein Erlebnis. Man will nicht nur einkaufen, man will auch einen Kaffee trinken gehen, man will vielleicht mal ins Kino gehen. Alles das entfällt. Und damit ist im Grunde, die Innenstädte sind tot. In den meisten Großstädten sind sie tot. Darum Ihre Forderung hier als verbraucherpolitischer Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion. Was ist Ihre konkrete Forderung? Geschäfte sofort auf. Die Geschäfte wieder öffnen, ganz richtig. Natürlich mit entsprechenden Hygieneregeln, mit bestimmten Zugangsbeschränkungen, dass nur so und so viele Leute in den Geschäften gleichzeitig drin sein können. Das hat ja in der Vergangenheit auch schon funktioniert. Aber dass man auf Dauer diesen ganzen Sektor lahmlegt, das hält keine Volkswirtschaft aus. Professor Dr. Lothar Mayer, vielen, vielen Dank. Verbraucherpolitischer Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion. Klare Forderung, die Geschäfte so schnell wie möglich wieder auf, weil alles andere wäre für die Versorgung der Menschen in unserem Land, zum Beispiel halt mit Kleidung, aber auch mit anderen Konsumprodukten gefährdet ist. Und dann natürlich volkswirtschaftlich geht es gar nicht anders, als die Geschäfte aufzumachen. 7 Tage Deutschland, der Wochenend-Podcast der AfD. Ich bin Tobias Weber. Jeden Freitag frisch aus Berlin. Hier ist der Wochenend-Podcast aus unserem Hauptstadtstudio. Sie hören 7 Tage Deutschland. Die AfD ist im Bundestag und in den Länderparlamenten überall in der Opposition. Damit laufen viele Anträge und parlamentarische Initiativen der AfD ins Leere. Abgelehnt von Altparteien und Altfraktionen aus nur einem Grund, weil sie von der AfD kommen. Aber unsere Abgeordneten haben ein doch sehr scharfes Schwert für ihren Kampf für unser Land. Die Anfragen. Was immer wir wissen wollen in Bund oder Land, muss offengelegt werden, unverzüglich.
eigentlich? Hören Sie gleich, wie das in der Realität aussehen kann. Wenn die AfD im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern wissen will, wie hoch der Anteil der Migranten an den im Land begangenen Straftaten ist, da wird dann auch schon mal ein ganzes Jahr oder auch länger von SPD und CDU gemauert. Jetzt endlich liegen die Zahlen auf dem Tisch und wir reden darüber im zweiten Teil von 7 Tage Deutschland nach den Nachrichten aus den deutschen Ländern. Baden-Württemberg wird aus der Maskenpolizei jetzt eine Rodelpolizei. Deutschland hat jetzt nicht nur eine Glühwein-Abstands-Masken-Ausgehverbots- und Quarantäneüberwachungspolizei, sondern auch eine Rodelpolizei, sagt die sozialpolitische Sprecherin der Stuttgarter AfD-Fraktion Christina Baum. Sie hat die Rodelverbote mancher Landkreise als absurd kritisiert und fragt: Liebe Polizisten, wie geht es euch dabei, wenn Kinder weinen, weil ihren Eltern eine Geldbuße von 25.000 Euro angedroht wird, nur weil sie ihren Kindern den Herzenswunsch einer Rodelparty erfüllen wollen? Baum am 7-Tage-Deutschland-Mikrofon. Das ist ein weiteres Beispiel der seelischen Folterungen, die unserem Nachwuchs seit Wochen zugemutet werden. Selbst ein Grünen-Politiker wie Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer hat das erkannt und ein Ende der strikten Corona-Maßnahmen gefordert, weil die Schäden an Wirtschaft und Gesellschaft exponentiell steigen. Dass sich seine Parteifreunde Kretschmann und Lucher dieser Perspektive verweigern, spricht für deren Inkompetenz. Es gibt eine Reihe unterschiedlicher Positionen, die durchaus gegeneinander abgewogen werden sollten. Sich nur auf diejenige zu berufen, die gerade in den eigenen Verordnungswillen passt, ist noch nicht einmal eine geborgte Autorität, sondern Manipulation. Berlin. Rot-Rot-Grün genehmigt Aufmarsch kommunistischer Verfassungsfeinde. Während überall in Deutschland mit Verweis auf die Corona-Eindämmungsverordnungen politische Demonstrationen verboten werden, können in Berlin Linksextremisten unbehelligt marodierend durch die Straßen ziehen. Der Sicherheitsexperte der AfD-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus, Carsten Woldeit. Ich bin entsetzt von dem erneuten Aufmarsch von kommunistischen Verfassungsfeinden an diesem Wochenende hier bei mir in meinem Bezirk in Lichtenberg. Und offenbar werden Kundgebungen in Berlin mit zweierlei Maß bemessen. Während bei der letzten großen Querdenker-Demo auf quasi Befehl der politischen Führung Wasserwerfer gegen Frauen und Kinder eingesetzt wurden, durften am Wochenende wiederholte Male verfassungsfeindliche kommunistische Gruppen von Rot-Grün unbehelligt aufmarschieren. Dabei gab es gewalttätige Übergriffe gegen Polizisten. Es wurden verbotene Uniformen der FDJ getragen. Der Gedenkstein für die Opfer des Stalinismus wurde geschändet. Das sind alles unzumutbare Bilder und Handlungen, die wir hier erleben müssen. Hier muss der Senat ganz klare Kante zeigen. Er muss sich ganz klar distanzieren von diesen rückwärtsgewandten Verfassungsfeinden, die er mitunter großen Rückhalt in der Koalition noch haben bei Linken und Grünen. Und das gilt es mit aller Schärfe genauso zu formulieren. Hamburg. AfD-Fraktion fordert die systematische Erfassung des religiösen Extremismus an Schulen. Die AfD-Fraktion in der hamburgischen Bürgerschaft fordert in einem Antrag die systematische Erfassung von religiösem Extremismus an Schulen. Bedrohung von Lehrern, Bedrohung von Mitschülern. Bislang werden solche Fälle überhaupt nicht dokumentiert, während verschiedene andere Straftatbestände laufend erfasst werden. Die erhobenen Daten sollen der Behörde für Schule und Berufsbildung als Jahresberichte zur Verfügung gestellt werden. Der Fraktionsvorsitzende und schulpolitische Sprecher Alexander Wolf. Schulen dürfen nicht ins Visier religiöser Extremisten geraten. Der rot-grüne Senat fischt hier im Trüben. Er will wohl aus Gründen der politischen Korrektheit die Augen verschließen. Spätestens seit den Vorfällen um das Gedenken für Samuel Paty ist klar, dass religiöser Extremismus ein akutes Problem darstellt. Für uns als AfD-Fraktion ist ganz klar: Augen auf und Haltung zeigen. Mecklenburg-Vorpommern. Kürzung der Corona-Hilfen darf nicht hingenommen werden. Die Bundesregierung hat im Stillen die Auszahlungsbedingungen für Corona-Hilfen geändert. Hiervon betroffen ist unter anderem die sogenannte Überbrückungshilfe 2. Viele Firmen erhalten dadurch weniger Geld als versprochen. Dazu der Vorsitzende der AfD-Fraktion im Schweriner Landtag, Nikolaus Kramer. Versprochen, gebrochen. Viele Gewerbetreibende stehen kurz vor dem Ruin. Viele haben bereits Insolvenz angemeldet oder für immer dicht gemacht.
Jetzt auch noch im stillen Kämmerlein die Corona-Hilfen nachteilig zu ändern, schlägt dem Fass jedoch den Boden endgültig aus. Dabei ist ein Ende des Lockdowns immer noch nicht in Sicht. Die Hoffnung vieler Unternehmer schwindet. Die Corona-Hilfen wären jetzt wichtiger denn je. Unsere Volkswirtschaft wird mit Vollgas gegen die Wand gefahren und der Mittelstand, Rückgrat unserer Wirtschaft, systematisch vernichtet. Die Folgen dieser fatalen Chaospolitik werden uns noch lange begleiten, wenn das Virus längst besiegt ist. Daher gilt, Corona-Hilfen müssen in voller Höhe und gemäß den ursprünglichen Aussagen an die Unternehmen ausgezahlt werden. Mit der Zwangsschließung muss zudem zum 31.01. Schluss sein. Keine weiteren Verlängerungen mehr, keine weiteren Knebel für unsere Wirtschaft. Sachsen. AfD-Anfrage belegt, Staatsregierung für Chaos beim Online-Lernen verantwortlich. Das Online-Portal LernSachs des CDU-Kultusministeriums ist allein im Dezember vergangenen Jahres 6-mal zusammengebrochen. Das ergab jetzt eine AfD-Anfrage. Gleichzeitig musste die Staatsregierung zugeben, dass sie erst im Laufe des Dezembers die Serverkapazität erhöht hat, obwohl bereits beim ersten Lockdown das Lernportal oft nicht erreichbar war. Wolfram Keil, Sprecher für Technologie, Digitalisierung und Datenschutz in der Dresdner AfD-Landtagsfraktion, sagte uns dazu: Wenn die Staatsregierung schon die Schulen schließt, muss sie wenigstens dafür sorgen, dass die Schüler online unterrichtet werden können. Offenbar hat sie den kompletten Sommer verschlafen und viel zu spät in zusätzliche Technik investiert. Dieses Versagen hat bei unseren Schulkindern zu großen Unterrichtsausfällen geführt, die kaum noch aufgeholt werden können. Zumal Online-Unterricht in keiner Weise Präsenzunterricht ersetzen kann. CDU-Kultusminister Piewarz antwortete auf meine Anfrage, dass bisher die Nutzer nur 67.000 Sitzungen gleichzeitig absolviert hätten. Die Plattform könne aber mindestens 100.000 Sitzungen parallel verarbeiten. Heißt das etwa, wenn sich ein Großteil der 370.000 Schüler in Sachsen gleichzeitig einloggt, dass LernSachs erneut zusammenbricht? Hier sehe ich dringenden Klärungsbedarf, dem ich auf parlamentarischem Wege nachgehen werde. Und soweit unsere Nachrichten aus den deutschen Ländern für diese Woche. Die AfD-Fraktion im Bundestag möchte dieses Jahr 2021 zum Jahr der deutschen Sprache erklären. Und unsere Sprache hat jede Aufmerksamkeit und jeden Schutz mehr als nötig. Wenn die Fernsehnachrichten bereits Gendersternchen mitsprechen und Zuschauer zu ZuschauerInnen mutieren und selbst der Duden anfängt zu gendern, ist dringender Handlungsbedarf gegeben. Götz Frömming, der bildungspolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, kritisiert, dass in den Sprachbestand selbst, also sozusagen in die DNA, in die Grammatik eingegriffen wird und man nun versucht, dort, wo früher ganz selbstverständlich ein generisches Maskulinum verwendet worden ist, hier nun auch ein politisches Signal zu setzen. Sie haben ja mitverfolgt, dass auch mehrere Fernsehsender, sogar öffentliche Fernsehsender jetzt anfangen mit aus meiner Sicht etwas albernen Gutturallauten gleichzeitig ein politisches Signal zu setzen, wenn sie deutlich machen wollen, dass Zuhörer eben nicht nur Männer sind, sondern natürlich auch Frauen. Vor exakten 500 Jahren hat Martin Luther die Bibel ins Deutsche übersetzt. Die AfD-Fraktion möchte erreichen, dass unsere Sprache als ein Denkmal gesehen wird und sie auch so behandelt wird. Wir meinen, wir sollten unsere Sprache pflegen und auch ein Denkmal pflegen sie ja nicht so, dass sie da mit der Axt oder dem Vorschlaghammer rangehen und einfach irgendetwas rauskloppen, weil man der Meinung ist, das gehört nun nicht mehr in den Kölner Dom, sondern solche eine Sprachpflege muss behutsam erfolgen und nach unserem Verständnis keinesfalls obrigkeitsstaatlich. Deshalb sehen wir diese Versuche, die der Duden jetzt unternommen hat, die auch einige Medien jetzt unternehmen, sehr kritisch. Und wir sehen uns hier auch einig mit einer ganzen Reihe von Sprachwissenschaftlern, die sich hier ja auch mehrheitlich äußerst kritisch geäußert haben. Der Bundestagsabgeordnete Götz Frömming, er macht ganz deutlich klar, dass eine Sprache sich selbstverständlich verändert. Aber er wehrt sich gegen zunehmende Versuche, unter anderem von ARD und ZDF, den Bürgern eine politisch motivierte Sprachverdrehung aufzuzwingen. Natürlich kann jeder privat so sprechen, wie er will. Aber wenn man in einer Vorbildfunktion ist, als Lehrer, als Behörde und auch im öffentlichen Rundfunk, dann gehört es sich, glaube ich, nicht zu versuchen, der Sprachgemeinschaft irgendwelche künstlichen
ideologischen neuen Formen überstülpen zu wollen, sondern da sollte man sich an das halten, was als Substanz da ist. Und für gewöhnlich hat früher auch der Duden, er hat ja diese Leitkompetenz nun gar nicht mehr, also es können ja auch andere Wörterbücher veröffentlichen, der Duden ist ja nicht mehr nur das Einzige. Das wurde früher auch nicht so gemacht, sondern man hatte immer geschaut, wie entwickelt sich die Sprache. Und erst dann, wenn irgendetwas nicht mehr strittig war in der Gesellschaft, dann hat man es übernommen. Ja, also man schaut erstmal, wollen die Menschen wirklich so sprechen mit irgendwelchen Gutturallauten, ZuhörerInnen oder so ähnlich. Und wenn sie das nicht tun, dann sollte man es auch unterlassen, ihnen das irgendwie aufoktroyieren zu wollen. 7 Tage Deutschland. Hier ist der Wochenend-Podcast der AfD. Die größte Gefahr für unser Land ist der islamistische Terror. Religiöse Fanatiker, die oft dazu ausgebildet wurden, bei Anschlägen so viele Ungläubige, und damit meint der Islamist uns, zu töten. Tickende Zeitbomben, die Merkel-Regierung unfähig oder unwillig ist, abzustellen. Hunderte von ihnen laufen frei herum. Warum werden diese Menschen, die erwiesen eine Gefahr für jeden Deutschen darstellen, nicht abgeschoben? So wie das die AfD auf allen Ebenen immer und immer wieder fordert. Hauptstadtreporter Tobias Weber versucht sich jetzt an einer Antwort im Gespräch mit unserem Bundestagsabgeordneten und ehemaligen Polizisten Martin Hess. Polizeihauptkommissar AD Martin Hess im Gespräch bei 7 Tage Deutschland. Herr Hess, wir haben in Deutschland ein ungeahntes Problem, über das keiner so richtig spricht. Hier rennen irgendwas über 600 islamistische Gefährder durch das Land, die auch nicht inhaftiert werden können oder sonst auch nicht ausgeflogen werden können, sondern die sind einfach mal unterwegs. Warum ist das so? Tja, die Frage stellen Sie berechtigt, die Frage stellen wir uns auch. Zunächst mal gilt es festzuhalten, dass das, was landläufig kolportiert wird, dass nämlich der Rechtsextremismus die größte Sicherheitsgefahr wäre, dass es einfach unzutreffend ist. Ich verweise auf den vereitelten islamistischen Terroranschlag in Köln, den sogenannten Rezin-Anschlag, wo man, wenn man diese entsprechende Biobombe von Seiten der Islamisten hergestellt hätte, bis zu 13.500 Tote hätte verursachen können und nochmal so viele Verletzte. Also 27.000 Opfer insgesamt spricht eine klare Sprache. Die größte Sicherheitsgefahr in unserem Land ist und bleibt der islamistische Terrorismus. Sie haben es richtig angesprochen. Wir haben derzeit eine Gesamtzahl von 619 Gefährdern, davon 353 in Deutschland, und 242 dieser Gefährder befinden sich auf freiem Fuß, können in diesem Land völlig frei agieren. Ein Teil wird selbstverständlich von den Verfassungsschutzämtern überwacht, aber wie der Anschlag in Dresden gezeigt hat, führt selbst eine Überwachung nicht dazu, dass Anschläge effektiv verhindert werden können. Wenn wir uns die anderen Indikatoren anschauen, wir haben derzeit 28.000 Islamisten. Das ist ein Anstieg um 5,5% im letzten Jahr. 12.500 Salafisten, Anstieg um 7,3% im Vergleich zum letzten Jahr. Das sind alles Parameter, die uns zeigen, dass diese islamische Terrorgefahr immer größer wird. Und nach der letzten Terrorwelle, die durch Europa gegangen ist, haben ja alle Altparteien versprochen, dass man jetzt endlich handeln müsse und dass man hier entsprechend Gegenmaßnahmen einleiten müsse. Davon können wir nichts erkennen. Sie haben ja nun hier im Bundestag als Bundestagsabgeordneter natürlich auch über den Innenausschuss und so weiter Kontakt zu Leuten von der CDU zum Beispiel. Denn die CDU war ja mal eine Law-and-Order-Partei, das ja offensichtlich mittlerweile nicht mehr ist. Wie reagieren denn da Ihre CDU-Parlamentskollegen, wenn Sie die darauf ansprechen und sagen, du, hier rennen 242 schwerstgefährliche Gefährder rum und die rennen einfach rum weiterhin? Ja, das Problem ist, dass man einfach nicht in der Lage zu sein scheint, die Realität vollumfänglich entweder zu erfassen oder zur Kenntnis zu nehmen. Schauen Sie, wenn Sie sich anschauen, was die CSU jetzt auf ihrer letzten Klausurtagung beschlossen hat, wie wollen die Gefährder in den Griff kriegen? Na, indem sie den Fußfesseln anlegen und indem sie den Ersttätern dann die in Sicherungsverwahrung nehmen. Das geht doch völlig am eigentlichen Problem komplett vorbei. Mit Fußfesseln verhindern sie überhaupt gar keine Terroranschläge. Und was die Sicherungsverwahrung angeht, können sie nicht erst warten, bis einer straffällig geworden ist, bis sie den in Sicherungsverwahrung nehmen können. Wir brauchen einen, den sogenannten Gefährdergewahrsam. Wir müssen bevor er zum Straftäter geworden ist, wenn die Sicherheitsbehörden sagen, bei dem ist es so, dass er mit einer sicherheitsgrenzender Wahrscheinlichkeit einen Terroranschlag begehen muss, dann müssen wir seine Freiheit entziehen. Es ist doch nicht hinnehmbar, dass in Deutschland Menschen frei rumlaufen, von denen
denen wir wissen, dass sie Terroranschläge begehen werden. Wir wissen nur nicht wann und lassen sie weiter frei rumlaufen. Was soll denn daran eine Fußfessel ändern? Das ist genau das, was mich aufregt. Es werden völlig untaugliche Lösungsoptionen von den Altparteien hier herangezogen. Im Rahmen der Innenministerkonferenz haben bestimmte Bundesländer geäußert, dass auf Länderebene geprüft werden soll, inwieweit insbesondere Gefährdergewahrsam in dem Bereich Regelungslücken bestehen, im Bereich der Unterbringungsgesetze Regelungslücken bestehen, bei der Sicherungswahrung. Das bringt doch alles nichts. Wir haben doch bereits jetzt schon 16 verschiedene Polizeigesetze in den Ländern. Und die führen dazu, dass wir schon derzeit völlige Unterschiede bei der effektiven Bekämpfung des islamistischen Terrorismus haben. Es ist wirklich so, dass bestimmte Beobachtungsaufgaben, bestimmte Observationsaufgaben, bestimmte technische Mittel überhaupt gar nicht mehr eingewandt werden können, wenn der Gefährder von einem Bundesland ins nächste wechselt. Erinnere ich mich noch gut daran, Anis Amri, der Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt, der ist ja durch mehrere Bundesländer getingelt. Exakt, das ist der springende Punkt. Und dadurch, dass Sie jetzt schon eine Zersplitterung haben, bringt eine Lösung auf Länderebene wirklich nichts. Wir müssen uns da ehrlich machen, weil die Bundesländer werden nicht einheitlich eine solche Regelung schaffen, weil die Ideologien der einzelnen Parteien dem entgegenstehen. Und hier muss eben jetzt eine Gesamtverantwortung gezeigt werden. Und wir müssen jetzt auf Bundesebene eine Kompetenz für das BKA schaffen, damit die nicht nur für die Bekämpfung des internationalen Terrorismus zuständig sind, sondern auch für diesen Fall. Das heißt, dass wir auch terroristische Aktivitäten von Personen haben, die eben keinen internationalen Bezug aufweisen. Und dort brauchen wir auch angesiedelt diese Ergänzung des BKA-Gesetzes, wo wir dann dort entsprechend auch aufnehmen, eine Bestimmung zum Gefährdergewahrsam. Also sozusagen ein deutsches FBI. Das BKA ist ja quasi das deutsche FBI, nur die Zuständigkeiten, insbesondere im Bereich der Gefahrenabwehr, sind nur sehr, sehr begrenzt. Und hier plädieren wir eben dafür, dass wir die Zuständigkeit im Bereich des Terrorismus ausweiten und dass dieser Gefährdergewahrsam dann auf Bundesebene angewandt werden kann. Es ist aus unserer Sicht die einzige Möglichkeit, wie wir das flächendeckend in Deutschland ausrollen können und damit gewährleisten können, dass nicht nur einzelne Bundesländer solche Bestimmungen haben, weil Sie müssen ja mal weiterdenken, was macht dann der kluge Gefährder? Na, der wechselt seinen Wohnort einfach in ein Bundesland, wo eine solche Norm nicht besteht und dann kann er dort eben nicht in Gewahrsam genommen werden. Nein, das ist nicht zielführend. Eine weitere Zersplitterung von Länderpolizeigesetzen brauchen wir hier, beziehungsweise von den Bekämpfungsmöglichkeiten bezüglich islamistischen Terrorismus brauchen wir in Deutschland nicht. Im Gegenteil, wir brauchen eine Vereinheitlichung, dass wir endlich wirksam und durchschlagskräftig hier Erfolge erzielen können. Martinez, Experte innere Sicherheit der AfD-Bundestagsfraktion und Polizeihauptkommissar AD, er weiß, wovon er spricht, klare Ansage, wir müssen tatsächlich die islamistischen Gefährder endlich mal dingfest machen. 7 Tage Deutschland, der Wochenend-Podcast der AfD. Ich bin Tobias Weber. Wie hoch ist der Anteil von Migranten an den im Land Mecklenburg-Vorpommern begangenen Straftaten? Das ist eine nicht wirklich ungewöhnliche Frage, gestellt von der AfD-Landtagsfraktion in Schwerin. Doch darauf eine Antwort zu bekommen, war nicht einfach. Das Landesinnenministerium verwies ans Bundesinnenministerium, das Bundesinnenministerium dann zurück ans Land und so weiter. Das ging hin und her. Der migrationspolitische Sprecher unserer AfD-Fraktion in Mecklenburg-Vorpommern ist jetzt zugeschaltet. Schönen guten Tag, Horst Förster. Ja, guten Tag. Herr Förster, wie lange hat es denn nun insgesamt gedauert, bis Sie eine Antwort auf Ihre Fragen bekommen haben? Ja, wir haben zunächst im Sommer 2019 angefragt. Da hieß es, dass das kaum möglich sei. Das würde eine händische Überarbeitung erfordern. Das könne nicht erbracht werden. Und letztlich ist dann auf unsere Anfrage im Dezember letzten Jahres, also Dezember 2020, ist dann die Antwort gekommen. Und die war ja, die liegt Ihnen vor und die zeigt dann ein deutliches Bild im Verhältnis der Ausländerkriminalität Opfer oder Täter deutsche Ausländer. Warum hat das, kann man das einschätzen, so lange gedauert? Wollte man Ihnen die Zahlen einfach nicht geben oder war das schlichte Unfähigkeit auf Seiten der CDU-SPD-Landesregierung bei Ihnen? Ja, das ist nicht so einfach zu beantworten. Also feststeht, dass der Abgeordnete Komling über den Bundestag im Jahr 1919 eine Auswertung für 2018 bekommen hat, also auch Mecklenburg-Vorpommern betreffend, dass aber im Jahr darauf der Abgeordnete Holm keine Antwort bekam. Da wurde auf die Zuständigkeit der Länder hingewiesen. Und das haben wir natürlich zum Anlass genommen, hier wieder nachzufragen. Und letztlich ist es dann zu dieser Antwort gekommen. Und als Begründung wurde dann angegeben,
dass erst seit dem 28. Januar 2020 dem Land hier ein neues Auswertetool zur Verfügung gestanden hätte. Und deshalb sei das also früher nicht möglich gewesen. Aber immerhin, ich denke, es ist bemerkenswert, dass jedenfalls ab Ende Januar 2020 die Möglichkeit bestand und dann erst mühsam im Dezember uns eine Auskunft erteilt wurde. Also da kann jeder seine Schlüsse ziehen. Ich denke, man tut keinem Unrecht, wenn man sagt, das sind Fragen, die man nicht so gerne beantwortet. Nun hat es ja mit ordentlicher Verzögerung doch geklappt. Die Zahlen liegen Ihnen als Fraktion vor und sind sicherlich von Ihnen inzwischen auch ausgewertet. Was haben Sie denn offengelegt, die Antworten auf Ihre Fragen? Na, Sie haben im Ergebnis offengelegt, also dieser Lagevergleich, einmal Deutsche als Täter und als Opfer und umgekehrt Ausländer als Täter und Opfer. Die Zahlen zeigen, dass in diesem Verhältnis 4 bis 5 Mal mehr deutsche Opfer der von Ausländern begangenen Straftaten sind. Also im Rahmen der Zuwanderung eine deutliche Erhöhung des Risikos, Opfer einer Straftat zu werden. Da führt also kein Weg vorbei. Über welche Arten von Straftaten reden wir? Was ist da erfasst? Das sind ja wahrscheinlich weniger so Bagatelldelikte. Das werden ja schon eher schwere Straftaten sein. Ja, das ist das Problem, dass wir da noch keine Auskunft haben. In der Antwort sind ganz allgemein eben nur die Straftaten aufgeführt, aber nicht aufgeschlüsselt. Und die Frage stellt sich natürlich sofort, weil man ja aus der anderen Statistik weiß, dass gerade bei schweren Delikten der Ausländeranteil sehr stark höher vertreten ist. Das haben wir also zum Anlass genommen, da nachzufragen. Wir hoffen, dass wir dann genaue Auskunft bekommen, um was es sich handelt. Also Sie haben recht, nach dem jetzigen Bild könnte es sein, dass auf der einen Seite der Taschendiebstahl, auf der anderen Seite ein Tötungsdelikt steht. Dazu sagt die Auskunft, also die Antwort, die wir erhalten haben bisher, also nichts. Da muss nachgefragt werden. Das ist also sehr mühsam bei Ihnen in Mecklenburg-Vorpommern, an die tatsächlichen Zahlen ranzukommen. Sehen Sie denn, Herr Förster, einen direkten Zusammenhang zwischen der unkontrollierten Masseneinwanderung, so 2015, 2016, und dem jetzt ja belegten Anstieg der Migrantenkriminalität? Ich denke, das ist keine Frage. Und zwar ganz gleich, wie man zur Migration steht. Da führt kein Weg dran vorbei. Alle Statistiken belegen, dass der Zuwandereranteil wesentlich größer ist und insbesondere auch in Fällen schwerer Kriminalität. Es gibt natürlich alle Versuche, das irgendwie schön zu reden, indem man auf die Altersstruktur abstellt. Das ist richtig. Die meisten Migranten sind also junge Männer. Auch bei denen, bei jungen Männern ist auch bei uns, bei der einheimischen Bevölkerung, der Anteil größer. Aber es ändert ja nichts an der Tatsache, dass eben wir hier durch die Migration mit diesen Fällen und dieser angestiegenen Kriminalität konfrontiert sind. Und dass eben in bestimmten Vierteln der Republik, wir sind ja hier als Flächenland nicht so stark betroffen, eben auch die Bevölkerung aus der eigenen Wahrnehmung sich eingeschränkt sieht und sich nicht mehr abends hier und da auf die Straße traut. Und deshalb meine ich, führt kein Weg dran vorbei, das auch offen anzusprechen. Also selbst bei Ihnen im Flächenland Mecklenburg-Vorpommern werden deutsche Bürger 4 bis 5 Mal häufiger Opfer von Zuwandererkriminalität als umgekehrt. Ist es also soweit, dass selbst bei Ihnen in Mecklenburg-Vorpommern die Deutschen besser geschützt werden müssen? Und wie würde die AfD das tun, wenn sie zum Beispiel dann mit der nächsten Landtagswahl in Regierungsverantwortung käme? Ich vermute, dass es in anderen Ecken, wo also die Parallelgesellschaften blühen, noch viel schlimmer aussieht. Aber es ist ja keine Frage, dass die Migration dazu geführt hat. Und es ist ja weitgehend Bundesangelegenheit, aber die Abschiebung ist also Landesangelegenheit. Und das ist unser besonderes Sorgekind. Auch hier, ich weiß nicht, wie die Zahlen in anderen Ländern sind, gelingen so, wenn es gut geht, gerade mal 2 Drittel aller Abschiebungen. Und ich meine, es handelt sich um eine Klientel, die ja kein Bleiberecht hat, die auch keinen Duldungstitel hat, die also in jedem Fall aus dem Land entfernt werden muss. Und dass hier der Rechtsstaat versagt, ist ein Übel, und zwar völlig unabhängig aus meiner Sicht, wie man generell zur Migration steht, ist ein Übel, weil ja der Rechtsstaat da in voller Blüte seine Ohnmacht zeigt. Es ist fordernd, dass jedenfalls die Abschiebung auf Landesebene konsequent betrieben wird. Und das wäre natürlich einer unserer Schwerpunkte, wenn wir hier an dieser Stelle mitbestimmen könnten. Also nochmals auf den Punkt gebracht, es ist keinem rechtstreuen Bürger zu vermitteln, dass Migranten, die kriminell werden, die auch teilweise das Risiko bergen, terroristische Taten zu begehen, dass die also hier sich weiterhin aufhalten,
weil man politisch nicht die Abschiebung, ich sage mal, letztlich in aller Konsequenz will. Sagt Horst Förster, der migrationspolitische Sprecher der AfD-Landtagsfraktion in Schwerin. Bei uns in 7 Tage Deutschland, dem AfD-Wochenend-Podcast aus Berlin. Herr Förster, vielen Dank für die Erläuterung. Danke für Ihre Zeit heute. Danke, ebenfalls. Tschüss. 7 Tage Deutschland, jeden Freitag neu aus Berlin. Bei dem, was einem dieser Tage in der sogenannten Corona-Pandemie Tag für Tag auf den Schreibtisch flattert, da wartet man eigentlich nur darauf, dass einer um die Ecke kommt und April, April ruft. Aber wir haben gerade Januar. Und so war diese Meldung, die ich von unserer Fraktion aus dem Bayerischen Landtag bekommen habe, tatsächlich sehr ernst gemeint. Die Abgeordneten dort vermuten, dass nach der von Ministerpräsident Söder verkündeten verschärften Maskenpflicht, nach der jetzt im Freistaat FFP2-Masken zu tragen sind, ein Bartverbot oder eine Rasierpflicht verkündet würde. Denn die Masken funktionieren nur richtig, wenn sie direkt auf der Haut abschließen. Stoppeln? Gar ein Bart würde das verhindern. Wirklich? Strafzettel für den 3-Tage-Bart kommt tatsächlich also als i-Tüpfelchen der völlig sinnlosen Corona-Maßnahmen jetzt eine Rasierpflicht? Das haben wir Sie gestern bei WhatsApp gefragt. Sie meinen, das ist völliger Schwachsinn. Was ja bei dem, was wir tagtäglich erleben mit Corona-Maßnahmen, eigentlich eher dafür spricht, dass es tatsächlich durchgesetzt wird. Was meinen Sie? Also ich denke, es wird ein Bartverbot geben, weil wenn man sich mal die ganzen Leute im Bundestag anschaut, da hat ja keiner von denen wirklich einen Bart. Also die werden sich dabei schon was gedacht haben. Und unser Podcast hat diese Hörerin, die das doch irgendwie sehr treffend auf den Punkt bringt. Leute, es ist unfassbar. Es wird immer schlimmer mit der Rasiererei. Bekloppt ist es außerdem noch, was die für Gesetze machen. Noch bekloppter geht's nicht. Aber jetzt kommt das Problem. Sollen denn unsere ganzen neu zugezogenen Männer, die ihre Bärte mit Stolz und Tradition tragen, die abrasieren? Leute, das klappt alleine nicht. Die machen nicht einen Strich in ihrem Gesicht, dass der Bart wegkäme. Also wieder mal nur für den dummen Deutschen. Und ganz offensichtlich, unsere Hörerin ist mit ihrer Einschätzung nicht ganz alleine. Das Bartverbot, das trauen die sich nicht. Wegen ihren Moslems. Und das war 7 Tage Deutschland für diese Woche. Bleiben Sie bitte zuversichtlich, bleiben Sie unrasiert, wenn Sie mögen, bis in einer Woche. Wir haben für Sie immer ein offenes Ohr. Per Telefon oder am allerbesten per WhatsApp-Sprachnachricht unter der 030 439 70765. Den WhatsApp-Link stellen wir auch in die schriftliche Beschreibung dieses Podcasts. Dankeschön fürs Zuhören. Am Mikrofon war Detlef Friehe. Tschüss.